Ja, ich weiß aber nicht, ob das Auto läuft. Ah, doch. Ich war zauberhaft. Ja, ja, klar, wir fahren nie wieder unter Brücken. Natürlich hat das Ding auch deutlich mehr Leistung, aber wir hatten auch Autos, die hatten auch 80, 90 PS mehr und waren dann eine Sekunde schneller oder anderthalb. Das ist so, ich weiß es nicht. Herzlich willkommen zum neuen Video, zu einem neuen Video. Heute gehen wir mal richtig grün, ne? Sagt man das so? Heute gehen wir richtig grün. BMW X5 G05, neuestes Modell, als 45e. Kevin, jetzt bist du dran. Was heißt das? E, das ist bestimmt irgendwas mit Hybrid. Ah, das ist ein 3-Liter Turbomotor, wie jetzt auch ähnlich in unserem Supra oder in dem 340i. Es ist ein 3-Liter Turbomotor, hat in der Systemleistung aber hier schon 394 PS und 600 Newtonmeter. Ich meine, der reine Verbrennermotor ist angegeben mit 286 PS und 450 Newtonmeter, sprich 150 Newtonmeter mehr über E und 108 PS mehr. Ja, ist bei YouTube für uns eine Premiere. Wir durften schon ein paar in Asien machen. Ist nämlich auch ein sehr, sehr erfolgreiches Modell da. Ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht so der weit verbreitete. Also wir haben nicht so viele Anfragen. Der Kunde hatte sich bereit erklärt und hatte auch gefragt. Könnt gerne YouTube machen. Also machen wir YouTube. Ne? 100, 200, gucken. Ja, ich weiß aber nicht, ob das Auto läuft. Ah, doch. Dank Elektro. Vor allen Dingen auch mit Fenster offen, gar kein Rohr. Oh Gott. Ja, der zieht einmal stramm, ne? Ja. Das sieht aus wie Wurst im Pelle bei uns beide jetzt, ne? So, brutal, ne? Super angenehm. So. Ja, immer noch elektrisch, immer noch elektrisch. Immer noch elektrisch. Ich muss das mal leider umstellen, weil sonst sehe ich nichts. So. Ah, jetzt ist er reingesprungen. Das ist ja witzig. Ist für mich das erste Mal, dass ich einen X5 45e fahre, bin ich ehrlich. Also Hybrid Sport, wenn ich auf Sport nicht klicke. Ah, wenn ich auf Sport klicke, dann habe ich ein Drehzahlmesser. E-Boost. E-Boost, ich muss mich jetzt erstmal kurz belesen. Sport, wenn ich auf Sport klicke, hat er die gleiche Leistung. Wir fahren einfach jetzt mal in Hybrid. Wir wollen 100, 200 fahren, ne? Bevor der mich hier fast umfährt. Was ist denn hier los? Hallo? Ich sag mal so, der X5 ist jetzt auch kein kleines Auto. Muss man da? Naja. So. Zweite Brücke gleich. So, sagst du gut? Jetzt ist gut, ja. Aber C. 16,7. Also 17 eigentlich, aber 16,9,87. Also 17 Sekunden kann man da, glaube ich, auch schon sagen. Okay, wie gesagt, der Punch nach, also die Leistungssteigerung an sich ist gut. Da geht ein bisschen was. Also das ist ein Unterschied. Und mal gucken, wie sich das dann gleich auch bemerkbar macht. Aber wir sehen uns dann gleich am Rechner wieder. Erstmal geht's um Prüfung.
45i E mit einer MG1 CS201 Bosch. Wir haben Serie gemessen. 431,1 PS und 572 Newtonmeter Systemleistung. 37 PS mehr wie Werksangabe und 28 Newtonmeter weniger. Kevin. Ist schon spät. Boah. So. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist für dieses Ding ist für uns, wir haben im Supra so viel gemacht. Ja, es ist alles dieselbe Basis, es ist auch dieselbe Steuerung. Es ist wie im Supra. Hier haben wir eine gedrosselte Version. Der hat ja 286 PS. Das ist schon mal ein bisschen weniger wie im Supra, fast 60 PS weniger. So, Motorleistung ohne Hybrid. Wie immer die Begrenzer, Ladedruck mitgemacht, Drehmomentbegrenzer. Diese MG1 hat halt auch extrem viele hier Ladedruckbegrenzungen mitgemacht. Fahrerwunsch Lambda, Bauteilschutz Lambda, ein bisschen fetter hier, Bum Beng, VMAX. Ja, so. Wir brauchten gar nichts am Zündwinkel machen. Nichts. Zündwinkel fahren wir Serie. Ja, mussten nicht mehr Zündung fahren. Jetzt haltet euch bitte fest. 558,2 PS Systemleistung und 712 Newtonmeter. Was sagst du jetzt, Kevin? Das ist, ja. Ist okay, ne? Das ist krass. Ja, geht aber. Ist halt, die Differenz ist halt relativ hoch, weil du hast halt einen sehr starken Elektromotor, musst halt auf dem Prüfstand auch immer gucken, dass der dann geladen ist, dass du halt den EcoBoost auch hast und dann kommen diese Zahlen da raus. Ist aber von der Technik her für uns, also für mich jetzt als Programmierer, nichts anderes zu bedenken wie jetzt ohne Hybrid. Wir greifen auch in die Elektrosteuerung hier gar nicht ein, auch nicht in irgendwelche Steuerungen, wann er zuschalten soll, wann er nicht zuschalten soll, das bleibt alles so, wie es sein soll. Ja, also. Schauen wir mal, was wir auf der Uhr bringen. Sollen wir mal kurz über dein neues Hobby sprechen? Möchtest du unseren aktuell knapp 27.000 Abonnenten auch mal von deinem neuen Hobby erzählen? Oder sollen wir das lieber unter den Tisch fallen lassen? Das ist nur eine Frage. Falls du da auch mal vorhast, einen eigenen Kanal zu machen, wie hier Kevin Hart am Start oder so, dass du da direkt auch so eine Basis hast. Nicht? Okay. Ja, aber was ist denn dein Hobby außer Bilder malen und klatschen? Ich glaube. Mehr klatschen oder mehr? Ich hab kein Hobby. Was habe ich denn? Also ich spiele gerne PlayStation, ja, aber. Ja, mit noch? Fabi, ne? Mit Fabi, ja. Du bist mit Fabi, ihr seid so, oder? Genau, wir sind so. Das wissen aber die wenigsten. Nee, das wissen die. Was spielt ihr? Was spielt Call ihr? Call of Duty. Call of Duty? Ja. Krass, ich habe so wenig Ahnung, gar keine Ahnung davon. So. Was denkst du? Das ist, was haben wir jetzt gesagt? Wie viel Leistung haben wir mehr? Und gemessen. Das Auto hat ja schon mehr als Angabe. 430 auf 500. Das sind 127 PS ungefähr. Ne? Wir fahren auch wieder auf 15. Hybrid. Und wir hatten 17, ne? Ja. Und hinter der zweiten Brücke. Ja, ja, klar. Wir fahren nie wieder unter Brücken. Okay. Wird eng. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, ich fahre hier einmal ran. Das bringt ja so nichts. So, und versuchen wir es nochmal, wa? Aber jetzt geht es hier wieder ein bisschen bergauf, aber egal. Das müsste vom Puncher trotzdem schneller sein. Trotz bergauf. Krass. Krass. Aber wir fahren hier ein bisschen bergauf, ne? Ein Müh. Ja gut, 12,2. Was? 5 Sekunden, ja, aber. Ja, aber. Ja. Ja. Die Leistung ist mehr da, na, gar keine Frage, das Ding marschiert jetzt, aber ich bin in dieser Zeit. Wir haben es jetzt gemacht. Ist ja okay. Das ist eine Brücke. Ohne Brücke.
natürlich hat das Ding auch deutlich mehr Leistung, aber wir hatten auch Autos, die hatten auch 80, 90 PS mehr und waren dann eine Sekunde schneller oder anderthalb. Ne? Das ist so, ich weiß es nicht. Seid uns da bitte nicht böse. Wir messen für euch jetzt schon immer zwischen diesen Brücken hier, weil hier bei uns in der Eifel auf der A1 gibt es halt nur Brücken. Guck mal, jetzt kommt schon wieder eine. Das heißt, wir haben immer nur diese, wir sind schon glücklich, dass wir nur hier vorne auf die Autobahn müssen und dieses Steilstück fahren. Und natürlich weiß ich, dass es in dem kleinen Bereich direkt am Anfang gerade ist und dann ein bisschen hoch geht. Weißt du, es gibt ja immer Leute, die schreiben dann unter, ja, habt ihr bergab gemessen und so. Immer diese Negative, als würden wir da irgendwie versuchen, was besser darstellen zu lassen oder so. Also da sind wir ja gerade im Zeitenmessen, wenn man so das so liest, sind wir ja ganz schlecht. Aber mehr kann ich nicht zeigen. Schön ist auch, dass bei dem 57 Diesel-Video haben wir, glaube ich, L4 gemessen. Und der Kunde selber hat dann nochmal drunter geschrieben, ey Jungs, falls jemand interessiert, ich alleine im Auto auch in Sport 10.6. Besser kannst du uns doch nicht treffen, ne? Hätte der Kunde jetzt gesagt, ey, ich habe aber, warum messt ihr L4 und ich bin 12.3 gefahren? Deswegen, das war so ein bisschen Balsam für meine Seele, weil alle Kunden können ihre Sachen hier nachmessen und sie werden definitiv nicht langsamer sein. Ne? Ja. Gibt auch wenig, die noch fetter sind wie wir. Ne? Ja. Das ist ja auch unser Vorteil. Das ist fast unmöglich. Gut. Das war das Wort zum Sonntag mal wieder. Amen. Wir werden dann mit E-Mobilität nach Hause fahren jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.